Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen und die erste Antwort ohne Frage, wie heißt es Visual Style und das heißt Guindos auf deviantart.com für Windows XP und die erste richtige Frage, die kommt von User Aachenboy, Firefox 4.0 Mockup, er hat es wohl versucht zu installieren und es hat nicht ganz geklappt. Ganz kurz ein Screenshot, also hier sind scheinbar jede Menge Buttons in den ersten drei Zeilen oder vier Zeilen, die gehören da so eigentlich nicht hin, können wir auch hier leider nicht nachstellen. Wir können dazu nur sagen, wir hatten zwei Videos von Mockups, sage ich jetzt mal, gebracht und das erste Mockup-Video, das war schon recht Eigengebräu. Das scheint jetzt mit dem Firefox 3.6 und aktueller, das war damals gezeigt worden unter dem Firefox 3.5, da scheint das nicht zu funktionieren. Wir haben es selbst nicht nachgeprüft, wir haben es nur gehört. Denn das zweite Mockup, das funktioniert jetzt immer noch unter dem Firefox 3.6, ganz problemlos. Und das bringt immerhin dieselben Effekte. Insoweit gibt es keinen Grund, das erste einzusetzen. Und das ist eben die Frage an Sie, welches von beiden haben Sie umgesetzt? Schauen Sie sich das zweite Video an und versuchen Sie das umzusetzen, weil, wie schon gesagt, ist genau das Gleiche. Der Effekt am Ende ist das Gleiche. So, dann nochmal User Aachenboy95. Er hat versucht, im Visual Style etwas zu ändern. So ungefähr. So, er hat hier die Titelzeile ein bisschen kleiner gemacht. So jedenfalls habe ich die Mail verstanden. Deswegen sehen die Buttons natürlich jetzt geringfügig anders aus. Also einfach die Titelzeile wieder ein bisschen größer setzen. Ich glaube, der Standardwert ist 24. Sie können allerdings auch ganz normal das Luna-Theme mit der Maustaste einfach anwählen. Das ist ja immer noch drin und es ist immer noch in den Standardeinstellungen. Also wählen Sie es einfach nochmal an, dann sind die selbstgemachten Einstellungen, wenn Sie die nicht vorher gespeichert haben, und selbst wenn Sie die gespeichert haben, dann haben Sie die unter einem anderen Namen gespeichert. Also so kommen Sie dann theoretisch wieder an Ihre Standardeinstellungen dran. TCH Youngsters fragt nochmal an bezüglich Linkkauf und er hat jetzt hier nochmal ein paar Zitate von Google.com Support nachgeschoben. Ich lese mal nur die Frage vor am Ende. Wie kann ich eine robots.txt machen, damit die Seite für Suchmaschinen gesperrt ist? Also, das würde ich mir eigentlich überlegen, ob ich meine Webseite für Suchmaschinen sperren würde. Denn kommerzielle Links, sage ich jetzt mal, von Ihrer Seite auf eine andere Seite, machen ja nur Sinn, wenn Sie sagen können, hier, meine Webseite wird gefunden und dadurch werden auch die Links auf die andere Webseite, die Sie quasi bewerben wollen mit Ihren Links, gefunden und genutzt. Wenn der andere feststellt, dass Sie quasi einen PageRank von 0 haben, weil Sie keiner findet, dann ist Ihr Link kein Geld wert. Insoweit, da würde ich wahrscheinlich von absehen. Was Sie machen müssen, ist in einem Link das sogenannte rel gleich nofollow-Attribut. Das steht hier in Ihren Zitaten drin. Und zwar ist es grundsätzlich so, um das mal den anderen Usern noch zu erklären. Er hatte gefragt, ob er ein Angebot annehmen sollte. Jemand hatte ihm wohl 20 Euro für einen Link geboten von seiner Webseite auf eben die fremde Webseite. So, und Google sieht das nicht ganz so gerne, denn Google arbeitet mit dem sogenannten PageRank und da ist dieses System des sogenannten PageRanks, das vererbt sich auf die Links. Also zum Beispiel Sempervideo hat einen PageRank von 4 derzeit. So, und wenn Sie einen PageRank von 0 haben, dann ist in dem PageRank-System ist Sempervideo, sage ich jetzt mal, wichtiger als Ihre Webseite. So, wenn wir jetzt auf Sie verlinken, dann wirkt sich das auf Ihre Webseite positiv aus. So, wenn wir jetzt auf eine Webseite verlinken, die einen höheren PageRank hat, dann bringt das quasi beiden Parteien nichts. So, jetzt gibt es aber jede Menge Leute, die einfach hingehen und sagen, ich habe einen PageRank von 0, ich will aber schnell wichtig werden, also kaufe ich mir ein paar Links zusammen von anderen Webseiten, die eben zum Beispiel so wie Sempervideo einen PageRank von 4 haben. Dann zeigen nachher, ich sage jetzt mal 100 Webseiten auf diese absolut unwichtige Werbewebseite und nach dem normalen Prinzip würde die dann damit selbst auch wichtig werden. Die hat also quasi null interessanten Content, weil es eigentlich im Grunde nur Werbung ist, aber eben andere Webseiten ziehen diese von der Wichtigkeit her hoch. So, und das möchte Google nicht, weil es am Ende dem User nichts bringt und weil nur aus kommerziellen Interessen eine unwichtige Werbewebseite eben in der Wichtigkeit nach oben geschoben wird. Und deswegen, man kann also durchaus Geld nehmen, das wird hier auch alles schön beschrieben in dieser Support-Seite. Man kann problemlos Geld nehmen, man muss allerdings den Link als solchen kennzeichnen, damit die entsprechend verlinkte Webseite, auf die wir zeigen, damit die also von unserem PageRank nicht profitiert.
wenn diese profitiert, wenn also dieser Tag rel gleich nofollow, wenn der nicht gesetzt ist, dann profitiert die andere Webseite davon, falls Google das spitz bekommt, weil ich sage jetzt mal so ziemlich im gleichen Zeitpunkt auf eine komplett unwichtige Webseite jede Menge anderer Domains zeigen, also die haben da schon die Möglichkeiten, das entsprechend rauszufinden, dann werden diese Webseiten bestraft. Das ist in Blogs, ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich. Und ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her oder so ähnlich, da gab es mal eine Riesenaktion, jedenfalls in der Szene, um das jetzt hier mal in Anführungsstriche zu setzen, da wurden jede Menge Blogs reihenweise abgestraft, die eben auch kommerzielle Links angeboten hatten. Und die waren dann natürlich alle am Rumheulen und so weiter. Wir waren damals nicht davon betroffen, weil wir hatten zu der Zeit sowieso noch einen PageRank von 0. Da konnte man uns auch nicht runtersetzen, aber wir hatten auch keine Werbung drauf. Also das so viel dazu. Sie können das machen, also Sie sollten sich indexieren lassen, Sie sollten nur dieses Attribut rel gleich nofollow, das sollten Sie in den H-Tag setzen, in den A-Tag, und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Dann profitiert die andere Webseite davon zwar nicht, aber das dürfte sie ja eigentlich nicht stören. So, Hubi1812, nochmal eine Frage zu den bleibenden Schäden am PC. Er gibt mir noch jede Menge Informationen nach. Ich kenne aber die ursprüngliche Frage nicht mehr ganz genau. Ich habe natürlich etwas im Hinterkopf bezüglich eines defekten PCs. Da hatte ich Ihnen aber, glaube ich, gesagt, das ist eigentlich nicht möglich. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was bei Ihnen das Problem war. Konnten Sie die Grafikkarteneinstellungen nicht mehr ändern? War das ungefähr sowas? Egal, Sie sagen, wie werde ich das im Großen und Ganzen denn wieder los, wenn eben jetzt zum Beispiel bei ihm die Grafikkarte verwirrt ist. Das hatte ich wohl auch in dem Video gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, die können wir ausschließen. Also dieses Modell, in dem mal ein Virus in eine Grafikkarte geschoben wurde. Das ist nur in Laborbedingungen hat das funktioniert. Das funktioniert noch lange nicht überall. Also damit werden Sie sich nicht infiziert haben. Das war mal nur mein Beispiel, um zu sagen, ja, falls dann da mal ein Virus drin landen sollte, das war ein Rootkit-Virus, den kriegt man natürlich nicht mehr da raus. Das ist mal klar. Aber wie gesagt, das war nur unter Laborbedingungen, wurde das bewiesen, dass das theoretisch möglich ist. Allerdings, Sie werden den nicht haben. Das geht nicht. Deswegen, ansonsten kann ich leider nichts mehr dazu sagen, weil ich nicht mehr genau weiß, was Ihr Problem war. Videomaster 186. Ich habe das so gemacht. Homepage geht immer noch nicht. Ah ja, okay. Videomaster 186, er hatte uns letztens einen Screenshot geschickt. Zweimal seine eigene Homepage, einmal mit dem Firefox, einmal mit dem Chrome. Im Chrome sieht die ziemlich missgestaltet aus, im Firefox sah sie ganz okay aus, also so wie sie sein sollte. Und wir hatten ihm gesagt, am besten mal die Internetdaten löschen, die der Webbrowser so anlegt. Hat er wohl gemacht, hat nicht funktioniert. Ich nehme mal an, Sie haben nach der Löschung den Webbrowser mal neu gestartet, dass das auch nicht funktioniert hat. Dann würde ich jetzt als nächstes mal dazu übergehen, Standalone-Version nehmen, vom Chrome vielleicht mal aktualisieren auf die 5.0 oder 6.0 Version. Macht keinen Sinn, dass das so funktionieren sollte, würde ich allerdings als nächstes mal probieren, denn es macht auch keinen Sinn, warum Ihr Chrome-Browser Ihre Webseite so anders darstellt. Es gibt natürlich Optimierungen, damals für den Internet Explorer war das auch noch ganz in, dass man seine Webseite so sehr optimiert hat, dass sie im Internet Explorer okay aussah und bei den anderen sah es halt nicht so gut aus, aber das ist heute eigentlich nicht mehr üblich. Sieht nix, 64 fragt an. Seit ein paar Tagen verschwinden die Videos in seiner Abo-Übersicht nicht mehr. Ist wahrscheinlich ein YouTube-Bug. Ich glaube, bei uns ist das Problem so nicht aufgetreten. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass wir das Problem hatten, aber wir hatten es schon mal vor 4-5 Wochen. Deswegen, das ist ein ganz normaler YouTube-Fehler. Das erledigt sich irgendwann mal wieder von selbst. MentalMagic99, könnte man ein Tutorial machen, wie man für Webseiten ein Anmeldeformular macht, also mit Login-Funktion und Datenbank der Angemeldeten. Nein, so ein Video ist derzeit nicht geplant, weil schon alleine so ein Video würde mehrere Punkte in einem behandeln. Wir könnten theoretisch mal ein Video erstellen, das sich nur mit der Datenbank befasst. Das wäre dann aber MySQL, Sie spezifizieren das jetzt hier nicht weiter. Das heißt, dass man mal sagt, hier eine ganz normale HTML-Seite, ruft mal Daten aus einer Datenbank ab und die Datenbank liegt dann in HTML, in MySQL vor. Das könnte man mal machen. Ansonsten, der andere Part wäre ja eben mit PHP eine Login-Seite erstellen. Insoweit, das wären zwei Sachen, die würden wir, wenn überhaupt, in zwei getrennten Videos machen, ist aber derzeit beides nicht in Planung. Sorry. Nochmal Frage, User SiehtNix64, Filme aus dem Cache. So, er hat, oder beziehungsweise er kann absolut problemlos Dateien aus dem Cache-Speicher
vom Google Chrome extrahieren. Zum Beispiel die, die ihr wohl bei YouTube gesehen habt. Klappt auch alles ganz wunderbar. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Kinofilm ansehen will, der größer als 400 MB ist, dann landet der nicht da. Sollte er aber, ich will, weil ich ihn ja nicht begrenzt habe, also er hat wohl dem Firefox gesagt, der ist, oder dem Google Chrome Browser, dass die Cache-Daten nicht begrenzt sein sollen, sondern einfach unendlich groß sein könnten. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Streaming-Filme übertragen werden. Das eine ist die Standardprozedur, ist für den Anbieter wesentlich billiger. Das ist die Methode, die YouTube macht. Da wird der ganze Kram mehr oder weniger auf ihrer Festplatte abgespeichert und von dort an wird er eigentlich gezeigt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wo eben dann sogenannte Kinofilme, das was Sie sagen, gestreamt wird. Zum Beispiel Hulu setzt dieses Verfahren an. Da wird das ganze Streaming-Verfahren ist verschlüsselt und die entsprechenden Cache-Daten werden relativ schnell wieder gelöscht, sodass Sie wirklich keinen kompletten Film auf Ihrer Platte haben. Ist ein anderes Verfahren, haben wir schon mal gezeigt. Deswegen, ich nehme mal an, Sie haben ja jetzt keine URL beigefügt, ich nehme mal an, dass das einfach so eine Art von Webseite war, die die Sache verschlüsselt. Das eine ist dann RTMP, das Übertragungsverfahren für Flash, und das andere ist dann eben RTMPS. Das haben wir mal, glaube ich, gezeigt bei unserem Video, wie wir, ich glaube, damals war das vom ZDF, den Stream rippen. Da sind wir dann mal drauf eingegangen. KT480 fragt an, er hat uns mal eine Mail geschrieben bezüglich, hallo KT480, dein Content, nein, dein Video Lena Meyer-Landshut-Satellite beinhaltet unter Umständen Content, dessen Eigentümer oder Lizenzgeber UMG ist. Du musst keine Maßnahmen ergreifen, wenn es dich jedoch interessiert, was mit dem Video passiert, dann schau einfach dort und dort nach. So, und er fragt jetzt, kann man da noch Partner werden? Also solange das Video online ist, auf keinen Fall. Ich fürchte auch sonst, ist der Account damit verbrannt. Wir haben, sage ich jetzt mal, schon von mehreren anderen gehört, die YouTube-Partneranfragen stellen. Ich sage jetzt mal einmal die Woche, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die haben bestimmt schon an die 12, 13 Partneranfragen gestellt. Und die hatten auch mal ein Problem und seitdem fasst YouTube die nicht mehr mit der Kneifzange an. Weil die YouTube Leute sich offenbar sagen, er hatte uns eigentlich ja beim ersten Mal schon versprochen, denn wenn sie jedes Video uploaden, steht da immer, sie uploaden nichts, was fremden Content hat, bla bla bla, und all diese Warnhinweise, die haben sie ja ignoriert und haben ja trotzdem eine Datei hochgeschoben, die scheinbar nicht ganz okay war. Und ja, damit haben sie schon mal einmal gezeigt, dass sie es, ich sage jetzt mal, in deren Augen nicht vertrauenswürdig sind. Da werden die ihnen nicht gestatten, Werbung zu schalten auf ihrem Sender, auf ihrem Kanal. Und dann kriegen die demnächst wieder damit Schwierigkeiten. Deswegen, ich schätze mal, der Account ist damit verbrannt. Insoweit würde ich eventuell, wenn das für Sie wichtig ist, drüber nachdenken, einen neuen Account zu machen. TurkiJäh27 fragt an, ich habe gehört, dass es besser ist, wenn die interne Festplatte für Programme etc. gebraucht wird. Für Fotos, Videos und so weiter sei eine externe Festplatte besser, denn dann wird ja der Computer nicht ausgebremst, da die Festplatte nicht überfordert wird. Stimmt das? Würden Sie das empfehlen? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Also das stimmt so gesehen nicht. Also die Festplatte wird nicht überlastet, nur weil Videofilme auf einer externen Platte liegen. Wir haben, je nachdem welche Verbindung Sie haben zu dieser externen Festplatte, also USB 1 und USB 2, das gibt es ja, glaube ich, demnächst gibt es USB 3, also bleiben wir mal bei USB 1 und 2. Diese Anbindung ist wesentlich langsamer als die standardinterne Anbindung der Festplatte. Das sehen Sie schon daran, indem Sie, voraussetzt, Sie haben überhaupt zwei Laufwerke zur Verfügung, kopieren Sie mal eine riesige Datei von Laufwerk C auf D, vorausgesetzt C und D sind beides Festplatten bei Ihnen, die intern sind. So, dann werden Sie sehen, das geht richtig schnell. So, und dann machen Sie dieselbe Aktion, kopieren Sie mal dieselbe Datei von C auf dann eben die externe Festplatte und dann werden Sie sagen, das ist eher langsam. Und deswegen, nein, eine externe Festplatte bremst gar nichts aus, die kriegt die Daten halt nur nicht so schnell. Aber ansonsten hat das überhaupt keine Auswirkungen. Nein, wenn Sie schneller arbeiten wollen, Programme sollten natürlich auf der internen Festplatte liegen. Denn wenn Sie zum Beispiel Windows erst von der USB-Platte booten müssen, dann werden Sie sehen, das ist arg langsam. Gleiches schon, glaube ich, gezeigt für Ubuntu, kann man ja auch von USB aus booten. Und für ein Notfallsystem reicht das auch, aber zum normalen Arbeiten ist das unendlich lange.
RepTube TV. Ich habe mir letztens Ubuntu runtergeladen und habe aus Versehen Windows gelöscht. Und ich habe keine CD mehr. Trauriger Smiley. Könntest du mir helfen, wie ich Ubuntu deinstalliere, wenn es überhaupt noch möglich ist? Klar, einfach formatieren die Festplatte oder neu partitionieren, dann ist das alte weg. Das ist überhaupt kein Problem. Und wie ich Windows Vista irgendwie wieder drauf spiele. Ja, das ist ein Problem. Wenn Sie keine CD haben, ist es echt ein Problem. Ich sehe, Sie haben einen Laptop, also gehe ich mal davon aus, ist da ein Vista dabei gewesen damals. Insoweit werde ich Ihnen eventuell nicht dazu raten, weil das rechtlich gesehen ein bisschen flexibel ist. Aber eventuell haben Sie ja einen Freund, der eine Vista-CD hat, die da drauf passt. Das heißt, Sie leihen sich eventuell mal die CD. Und installieren das Ganze bei sich und benutzen aber natürlich ihren Schlüssel, der, ich sag jetzt mal, irgendwo an ihrem Laptop klebt, ihren Vista Key. Dann müsste das eigentlich wieder zum Laufen zu kriegen sein. Ansonsten, ja gut, Sie können natürlich mit dem Key, das ist die rechtlich unbedenklichere Variante, bei Microsoft anrufen und sich einen neuen Datenträger bestellen für 10 Euro. Ich glaube, der kostet 10 Euro, kann auch 15 Euro sein. Aber ansonsten kommen Sie da nicht dran. Also Sie können also nicht Ubuntu deinstallieren und das gelöschte Vista wiederherstellen. Das geht nicht. Nächste Frage, User Dommelroff. Er hat ein Problem, gepartet. Er wollte seine Festplatte wohl repartitionieren. Gepartet startet nicht ordentlich, gibt eine Fehlermeldung aus. Fehlermeldung besagt, dass er den IRQ oder IRQ Nummer 11 deaktivieren soll und er weiß nicht genau, wie es geht. Also den finden Sie über Ihr BIOS. Das heißt, ins BIOS rein. Vorher am besten versuchen, eine Anleitung für Ihr Motherboard aufzutreiben, denn da wird irgendwo in den Einstellungen oder in der Anleitung wird irgendwo stehen, wo Sie die Einstellung für den IRQ11 finden, das dann einfach entsprechend auf Disable oder eben Abschalten setzen, dann sollte gepartet durchlaufen. 10 Ronny 10. Ich hätte mal eine Frage und die ist, brauche ich viele Abonnenten und viele Videos, um bei YouTube Partnerschaft zu bewerben? Wenn ja, wie viele Abonnenten? Müssen es denn circa sein? Also bewerben können Sie sich immer, auch wenn Sie keine Videos haben. Natürlich sind die Aussichten nicht so gut, wenn Sie keine Videos und keine Abonnenten haben. Ansonsten, es gibt keine Mindestvorschriften. Schon alleine, weil YouTube es vermeiden will, dass jemand irgendwelche Mindestvorschriften erfüllt und der dann sagt, so, jetzt müsst ihr mich aber nehmen. Nein, deswegen, es geht im Großen und Ganzen auf die Bewerbung, da kommt es drauf an. Wir haben mal ein Video dazu gemacht, Partner werden, YouTube Doppelpunkt Partner werden. Schauen Sie sich das Video einfach an, vielleicht gibt es da noch ein paar Sachen, die Ihnen dann klarer sind. The Marco Movie, Visual Basic 2008. Ich habe eine Textbox und einen Button und wenn ich auf den Button klicke, wird der Text in der Textbox bei Google gesucht. Ich möchte jetzt, wenn in der Textbox der Begriff Bild befindet, also steht, dass der anschließende Suchbegriff bei Google Bilder gesucht wird. Ja, relativ leicht das Ganze, nennt sich String Parsing, haben wir schon entsprechend in unseren Videos gezeigt. Und zwar, bevor Sie mit dem Klick auf den Button die Google Web, sage ich jetzt mal, Suche URL aufrufen, machen Sie ein String Parsing, indem Sie feststellen, ist in dieser Textbox der Begriff Bild vorhanden. Und wenn das vorhanden ist, dann ganz normale If-Abfrage, if Bild in Textbox, dann kriegt er eine andere URL, else, dann ist das halt nicht drin, das Bild, dann kriegt er die normale Web-URL. Haben wir aber alles schon gesagt. Ist also If-Abfrage in Verbindung mit String Parsing. The Bulle 5. Hallo, ich habe eine Frage. Könntest du mal bei Google zeigen, wie man die URLs oder Internetseiten hinzufügen kann? Ich nehme mal an, Sie meinen damit, dass Sie Ihre eigene Webseite hinzufügen können. Einfach mal unsere Videos anschauen. Da haben wir das schon gezeigt. Und das, was Sie hier unten als Link hingeben, ppp, Quatsch, ps, http, Doppelpunkt, Doppel, Slash, www.google.ch, @URL, ja, das dürfte so ziemlich genau treffen. Wir zeigen es natürlich für DE, aber für die Schweizer denke ich mir mal, @URL ist das schon ganz richtig. Und ob das kostenlos ist, also die deutsche Variante war kostenlos, haben wir in unserem Video auch entsprechend gezeigt. Silo Sino fragt an. Ich habe eine Frage bezüglich des Themes in deinen Videos. Das Design gefällt mir außerordentlich gut. Wäre nett, wenn du mir dieses schicken würdest oder den Link dazu. Ich weiß natürlich nicht, welches Video die Sie derzeit meinen. Deswegen, wir können Ihnen nicht hier alle Visual Styles zuschicken. Wir haben ja auch nicht die
rechtliche Erlaubnis dazu, die zu verteilen. Wir finden die allerdings alle auf deviantart.com, haben wir alles in dem Video schon mal gezeigt. Schauen Sie sich auf unserer Channel-Seite ganz unten unsere Liste der sogenannten Most Wanted Videos an. Da finden Sie auch das Video, in dem wir zeigen, wie wir das machen, also wo wir sie herkriegen. Und in unseren entsprechenden Semperesponso-Videos, das müssten Sie ja eigentlich am Anfang dieses Videos mitgekriegt haben, da sagen wir den Namen des entsprechenden Visual Styles und meistens wird das auch an dem Tag dann benutzt, dieses Visual Style. Sodass Sie also sich nur, wenn Sie jetzt sagen, an dem und dem Tag hat mir das gefallen, Sie schauen sich das entsprechende Semperesponso-Video an und schon haben Sie den Namen. The King Onur. Was für einen PC hast du und was für ein Notebook hast du? Das sind mehrere Rechner, deswegen die jetzt alle aufzuzählen, das wäre nicht so sinnvoll. Kennst du Einstellungen, wie man den Google Chrome optimieren kann oder beschleunigen kann? Ist mir jetzt eigentlich nichts bekannt. Bis jetzt läuft das Ding so schnell, dass wir da noch nicht auf die Idee gekommen sind, den noch was schneller zu machen. Wenn man einen eigenen Visual Style angegeben hat, wie wir das ebenfalls mal in dem Video gezeigt hat, und da, sage ich jetzt mal, sehr große Dateien verwendet, dann braucht natürlich der Google Chrome Browser ein bisschen länger, um das Ganze zu verarbeiten. Mit welchem Programm nimmst du deine Videos auf? Steht im Abspann dieses Videos. Da stehen alle Programme aufgelistet. Und zu den entsprechenden Programmen finden Sie ebenfalls schon, wenn Sie nach dem Programmnamen suchen, entsprechende How-To-Videos, dass Sie sich das Ganze also da auch anschauen können. Semper Video Fan. Ich habe Ubuntu 10.04 erneut installiert mit verschlüsseltem LVM. Davor habe ich mein Firefox-Profil mit Port-Profile gesichert und mein Home-Verzeichnis als 7Z gepackt. Die Portierung des Profils verlief laut PP erfolgreich, allerdings sind meine Lesezeichen und meine Favoriten wie zuvor. Wenn ich versuche, mein Home-Verzeichnis zu entpacken, öffnen, kommt die Fehlermeldung Cannot open file as archive. Das macht mich so verzweifelt wie und so weiter. Okay, also ich nehme mal an, das Home-Verzeichnis ist ja mit 7-Zip gepackt. Schauen Sie sich unsere Videos an. Soweit ich weiß, haben wir da schon im Video gezeigt, wie Sie den 7-Zip-Support nachinstallieren. Der ist bei Ubuntu scheinbar nicht direkt mit dabei, deswegen erkennt Ubuntu das nicht. Müssen Sie nachinstallieren, genauso wie zum Beispiel die Unterstützung von WinRAR. Florian W. fragt an. Ich habe jetzt mal eine ganz wichtige Frage. Ist es erlaubt, Videos beziehungsweise Lieder runterzuladen und auf den iPod zu spielen? Freue mich auf die Antwort. Die Antwort ist, was ist die Quelle? Ich nehme jetzt mal an, Sie meinen YouTube, weil Sie hier oben in der Überschrift YouTube Download schreiben. Bei YouTube ist das unserer Meinung nach absolut legal. Es gibt den Punkt der Privatkopie im Urheberrechtsgesetz und die Privatkopie ist Ihnen erlaubt, wenn die Datei dort rechtmäßig erstellt wurde, von der Sie eine Kopie erziehen. Da können wir von ausgehen. Und der zweite Punkt, legal erstellt, und legal angeboten. Davon können wir auch davon ausgehen, denn YouTube nimmt die Videos runter, die nicht legal angeboten werden. Also, ja, Konsequenz müsste lauten, ja. Letzte Frage, Samatron 9. Erstmal Frage, kennt ihr euch mit PHP aus? Wenn ja, gut, wenn nein, Fragen 1, 4 und 5 ignorieren. Wir kennen uns damit nicht so gut aus, dass wir da jetzt irgendwelchen Support leisten können. Also wird 1, 4, 5 ignoriert, bleibt also nur noch Frage 2 und 3. Frage 2, Frage zu Root-Servern. Ihr habt ja einen Server bei 1Blue. Ich war bei denen auf der Homepage und habe nach Windows-V-Servern gesucht, nur habe ich keinen gefunden. Das ist richtig, es gibt auch keinen. Zumindest als wir das da gemacht haben. Wir sind auch immer noch da, aber wir sitzen jetzt nicht täglich auf deren Webseite. Deswegen, damals hatten die allerdings kein Angebot. Schlicht und ergreifend dahingehend zu sehen, dass natürlich ein Windows-Server nochmal teurer ist, weil das Betriebssystem von denen ja bezahlt werden muss. YouTube-Frage. Ich gucke schon mal öfters fast jeden Tag eure Videos und mir ist aufgefallen, dass ich bei euch keine Werbung sehe, aber bei anderen Channels schon. Und meine Frage ist dazu, warum sieht man keine Werbung? Und meistens sehe ich den Partner-Button auch nicht. Und wie macht man das in den Kommentaren, dieses Fail- und LOL-Button? Okay,
Also doch, Werbung wird bei uns noch angezeigt, allerdings natürlich nicht, sage ich jetzt mal, vor jedem Video. Das macht YouTube nach einem ganz bestimmten Prinzip und dieses Prinzip ist ja in den Cookies entsprechend gespeichert, dass sie also nicht vor jedem Video Werbung sehen, damit es halt nicht zu Tode genervt ist. Das heißt, wenn Sie also schon Werbung in einem anderen Video gesehen haben und dann zum Semper-Video Video klicken, kann es durchaus sein, dass Sie dann dort halt keine Werbung sehen, weil Sie gerade vor 5 Minuten eine Werbung gesehen haben. Das nehme ich jetzt jedenfalls mal an. Aber wir sehen, dass bei uns unsere Videos noch quasi mit Werbung versehen ist. Und warum sehe ich den Partner-Button nicht? Das ist eine gute Frage. Das können wir jetzt auch nicht nachvollziehen. Vielleicht mal einen Screenshot schicken. Ansonsten kann es eventuell nur sein, dass aus irgendeinem Grund das Teil nicht geladen wird oder nicht angezeigt wird in Ihrem Webbrowser. Aber ansonsten, also wir sehen ihn noch immer. Und wie macht man das mit den Kommentaren, dieses Fail und LOL-Button? Das ist offenbar ein ganz neues Feature von YouTube, sogenannte Hashtags. Ja, wie ich schon in einem anderen Video mal sagte, die verwandeln sich immer mehr in ein sogenanntes Social Network. Und da gibt es ebenfalls diese Möglichkeit. Und zwar müssen Sie da diese Raute davor setzen. Ich mache das jetzt einfach mal hier bei dem Windows. Also jetzt ist ein normaler Kommentar. Und wenn ich da dieses Sharp-Zeichen oder dieses Nummernsymbol davor setze, jetzt verwendet YouTube das Ganze eben als sogenannten Hashtag. Und die sind klickbar. Das heißt, wenn jemand ein Video mit LOL bei uns reingesetzt hat, also in den Kommentaren, und seitdem diese Funktion vorhanden ist, gibt es also einmalweise bei uns Kommentare, wo die Leute einfach nur LOL schreiben. Wir haben immer einfach auch gedacht, so, was ist da jetzt witzig? Egal. Auf jeden Fall, Sie können da draufklicken und dann sehen Sie noch alle anderen Videos, die ebenfalls gerade eben mit LOL getaggt wurden, in der Hoffnung, dass Sie dann halt wiederum Videos finden, die Ihrem Geschmack entsprechen. Das ist der Sinn des Ganzen. Okay.